Moin Leute, herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge von Minecraft Jump World. Heute spielen wir den Jump'n'Run des Tages vom 30. Und zwar Pumpkin King's Castle. Das habe ich nämlich vorhin gemerkt, habe ich komplett verpasst und überhaupt nicht gespielt. Und ich bin der Meinung, das geht so gar nicht. Ich meine, ich muss doch diese Map spielen. Ich weiß gerade nicht, ob ich oben oder unten auf das Zelt rauf muss. Ich stelle mich mal erstmal hier oben auf den Zaun rauf. Wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht. Oh, ich glaube nicht, dass ich das muss. Also, ich hoffe es jetzt einfach mal. Nein, muss ich oder so nicht. Also, passt das schon. Ich sehe gerade, es gibt hier auch drei Kristalle. Dementsprechend sollten wir uns immer schön umgucken. Und eine Sache würde ich gerne gleich zu Anfang gesagt haben, weil ich mir denken kann, dass das sonst in den Kommentaren steht. Gestern kam kein Video, beziehungsweise es kam ja nur Harvest Moon. Und das war ja noch von meinem Stream. Dementsprechend war das ja vorproduziert. Aber an sich kam kein Minispiel um 12 Uhr. Und da möchte ich einfach mal die Frage vorwegnehmen, warum, wieso, weshalb. Es hat einen ganz einfachen Grund. Ich hatte einfach keinen Bock. Klingt fies, ist aber so. Und ganz ehrlich, Leute, es hat keinen Sinn, wenn ich mich am PC setze, wenn ich keine Lust habe. Weil das hätte euch keinen Spaß gemacht. Ohne Mist. Dann hätte ich hier gesessen, einfach nur, oh mein Gott, jetzt muss ich noch was machen. Weil das war erst mein erster Gedanke. Da war tatsächlich, ich muss noch ein Video machen. Und dann dachte ich so, warum muss ich das? Ich muss ja eigentlich gar nichts. Ich muss erstmal gucken, wo ich lang muss. Da war ich hergekommen. Moment. Also es gibt schon Sinn, dass ich hier hin... Also Gott, dass ich hier hin muss, aber wohin dann? Ach, ich muss da runterspringen oder was? Auf den Slime? Kann das sein? Oh Gott, also ich probiere es jetzt einfach mal, weil ich habe echt keine Ahnung, wo ich sonst hin muss. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Und das scheint richtig gewesen zu sein. Gut. Dann dachte ich mir, komm, dann lässt du lieber einmal die Folge ausfallen. Und dafür habe ich dann heute meinen Spaß wieder. Ich hatte gestern so ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Ich habe erst, war ich ein bisschen auf Poppyhausen. Und dann war ich später noch mit Chrissy und ein paar anderen ein bisschen rumgeblödelt. Und es hat einfach so Spaß gemacht und ich hatte einfach keine Lust dazu, was aufzunehmen. Also Leute, ist halt so. Dafür kriegt ihr ja heute wieder eine Folge. Und nachher kommt nicht Harvest Moon, weil jetzt sind ja die ganzen vorproduzierten Folgen erstmal um. Sondern nachher kommt tatsächlich eine schöne Folge Poppyhausen. Also wenn ihr das mal wieder sehen wollt, das kommt nachher. Das heißt, darüber kommt euch wieder freuen. Hui! Was genau da passieren wird, weiß ich aber noch nicht, weil das produziere ich gleich noch. Ja, habe ich noch nicht im Kasten. So. Zack, hier rauf. Diese Map hat übrigens eine Erfolgsquote, also eine Abschlussquote von 16%. Ich hatte zwei Maps, die ich noch nicht gespielt habe, die hier und ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob es die genau davor ist. Auf jeden Fall eine andere Tagessieger-Map. Aber die hatte irgendwas mit 76% Abschlussrate. Und das war mir jetzt einfach ein bisschen zu leicht dann. Ich wollte jetzt gerne nochmal ein bisschen was Schwierigeres haben tatsächlich. Zack, rauf. Dankeschön. Manu. Und einmal ein liebes Gruß an Sturmapfel. Ich warte auf deine nächste Map, ne? Aber kein Druck. Ach, wieso komme ich da jetzt nicht mehr rauf? Oh Mann. So, genau. Mann, huh, das war knapp. Jetzt wäre ich fast auf den Checkpoint gefallen. Das ist eine gefährliche Stelle hier, dass man da auch einfach auf dem Checkpoint... nein! Wie fies ist das hier gemacht, Mann? Ich muss mich auf den Zaun springen und dann kann ich erst hier rüber hüpfen. Und dann hier noch... oh Gott. Wo ist ein Checkpoint, Mann? Da. Dankeschön. Meine Güte. Oh. Der will sie aber auch... oh Gott. Der will sie aber auch wissen mit seinen Checkpoints. Das erinnert mich an so manche Menschen, wobei Sturmapfel ja nicht ganz so böse ist. Da hat man gerade gesehen, dass meine Maustaste geklickt hat, ohne dass ich was geklickt habe. Da hätte ich mich wahrscheinlich wie aus Versehen getötet, wenn ich das nicht immer weglegen würde. So, rauf da. Gut. Habt ihr eigentlich mal wieder Lust, Flash zu sehen? Ich glaube, ich spiele demnächst mal wieder Flash.
Das hat ja richtig Spaß gemacht. Dann hole ich mir wieder ein paar nette Leute ran. Vielleicht hat ja Krissel und, ja. Oh, ich bin so ein böser Mensch, dass mir gerade der Name nicht einfällt, echt. Oh. Yeah, Kratos, Krissel, ne? Jetzt haben die beiden ja auch wieder Lust zu spielen. Mal schauen. Ich hätte jetzt keine Lust mehr mit mir zu spielen, weil mir gerade echt die Namen nicht richtig einfallen. Oh Mann. Komm, rauf da. Aber ihr kennt mich ja. Ich habe ein sehr, sehr schlechtes Namensgedächtnis. Ich bin ja so froh, dass ich so manche Leute immer wieder erkenne, wenn sie in meinem Chat sehr oft sind oder in meinen Kommentaren. Oder halt bei den Streams. Das erkenne ich ja mittlerweile, Gott sei Dank. Ach du Scheiße. Nein, nicht zurückspringen. Das erkenne ich ja mittlerweile, Gott sei Dank. Oh Gott. Okay, hier rauf. Danke. Übrigens, heute ist ja Donnerstag, glaube ich, oder? Ich glaube ja, heute müsste Donnerstag sein. Ich komme die ganze Zeit schon mit den Tagen durcheinander. Habt ihr Lust, morgen einen Stream zu haben? Weil ich habe am Samstag frei, das heißt, für mich wäre es tatsächlich am idealsten, einfach Freitagabend zu streamen. Da ist mal wieder die Frage, was? Also ich hätte übelst Lust auf Harvest Moon, einfach aus dem Grund, um da auch weiterzukommen. Aber ich hätte auch Lust auf Minispiele, aber wir können das natürlich auch teilen, dass wir erst ein bisschen Minispiele zocken und ich dann später noch rübergehe zu Harvest Moon. Ihr könnt ja einfach mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und ob ihr überhaupt Lust habt auf den Stream. Ich weiß ja nicht, vielleicht seid ihr auch alle beschäftigt, weiß ich ja nicht. Das erklärt übrigens auch, warum ich nicht raufkomme, dass da eine Relevanz ist. Und ich gar keine Zuschauer hätte, das fände ich natürlich auch doof. Also ihr könnt mir einfach mal schreiben, habt ihr Lust Freitag streamen? Und wenn ja, was? So, oh Gott. Böse Skelettköpfe. Und die Map ist immer noch nicht zu Ende, Leute. Und ich habe noch nicht einen einzigen Kristall, ne? Gott, ich habe alle Kristalle übersehen, wetten. Also ich habe letztens eine Tagessiebermeld so privat gespielt. Da war das tatsächlich so, dass er nach nicht mal ein Drittel vom Jump'n'Run gesagt hat, von wegen hier, du hast die Kristalle verdient. Und dann waren die da alle aufgereiht einfach. Und ich finde, dann muss man da gar keine Kristalle hinbauen. Dann ist das Kristalle einfach nur... Weil, ganz ehrlich, die hätte man gar nicht vorbeilaufen können. Ich finde, dann ist das so, dass die Kristalle einfach nur dafür da sind, dass Leute auf die Map kommen und sehen, oh, ich kann Kristalle sammeln. Und deswegen spielen die dann die Map, ne? Es gibt ja Leute, die mögen das. Wie mich zum Beispiel. Ich habe jetzt beim Reden... Oh mein Gott, total vergessen, dass ich ja noch Kristalle suchen kann. Ach, Mist. Aber ich habe so beim Reden auch ehrlich gesagt nicht irgendwie eine Stelle gesehen, wo ich jetzt gesagt hätte, da könnte ein Kristall versteckt sein. Alter. Und in diesen Teilen hier unten, wo Lava drin ist, ist auch immer nur ein Block. Dementsprechend, da könnte ich auch nicht rein. Da könnte also auch nicht sein. Okay. Ich darf also nicht zu früh abspringen, merke ich gerade. So. Okay, warum bin ich da jetzt gestorben so oft? Ich habe ehrlich gesagt null Plan. Okay, jetzt geht's hier weiter. Also Leute, wir sind immer noch nicht fertig hier, ne? Ach nein, es hat keiner Lust, mit dir einen Jump'n'Run zu bauen, Simon. Es nützt auch nichts, wenn man das die ganze Zeit spammt, echt. Oder kommt mir das nicht gerade wie Spam vor? Mann! Aber ich muss sagen, solche Maps sind weniger Rage. Also da rage ich weniger, als wenn ich immer nur beim gleichen Sprung hänge. Weil hier kommt man ja immer weiter, ne? Seht ihr, jetzt bin ich schon wieder weiter. Und da geht der Simon auch in eine andere Lobby bestimmt. Und da nerven. Ja, so ist das halt. Nein! Halalalalala! Ja, Leute, ich habe gerade halalala gesagt. Das war knappiger. Also irgendwie, Leute, erfinde ich heute neue Wörter, die es nicht gibt. Ja, deswegen erfinde ich auch Wörter. Oh Gott, ich bin heute eigentlich so in die Tonne zu treten. Oh mein Gott, wir sind oben. Aber noch nicht am... Ein Kristalli! Ich hab doch nicht alle verpasst gehabt. Okay. Okay, ich muss mir mal kurz ein bisschen umschauen.
Mehr gibt es ja tatsächlich auch nicht zum Umschauen. Ich darf mich jetzt nicht töten hier, weil es gab hier noch keinen Checkpoint. Ist das fiese. Also hier muss man doch hoch, oder? Das ist ja zu eindeutig, dass man hier hoch muss. Oh nein! Ich weiß, warum er so wenig Abschlussrate hat. Hier ist nur eine Bugscheiße. Oh, bitte sag mir jetzt nicht, dass ich jetzt immer wieder rumbugge. Nein! Oh, das wäre jetzt so ärgerlich, wenn ich wegen den Zäunen das nicht beenden könnte. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr mir einen Jump'n'Run baut, bitte nicht mit Zaunsprünge. Die Zäune buggen bei mir so übelst rum, diese Gitter. Das hatte ich letztens schon mal, da hätte ich darauf rumspringen müssen. Aber die buggen bei mir einfach. Da meinte jemand zu mir, ich muss einfach die Map neu starten. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt schon 10 Minuten am Hüpfen. Ich restarte doch jetzt nicht die Map auf den Versuch, dass es dann nicht mehr buggt. Oh, das wäre jetzt so ärgerlich, wenn ich deswegen die Map nicht beenden kann. Also ich probiere das jetzt noch zweimal und sonst mache ich gleich Spectator-Mode und dann gucken wir uns die restliche Map noch an. Weil so lang dürfte die gar nicht mehr sein, glaube ich. Weil ich finde, wir sind hier recht gut durchgekommen. Aber das ist sehr ärgerlich, dass sie hier so eine Bug-Scheiße eingebaut haben. Wo man einfach rumbuggt. Es ist einfach ärgerlich. Hier, da kann man nirgends voranspringen. Ich bugge überall rum, als ob das ein ganzer Block wäre rum. Oh, das ist so ärgerlich, Leute. Warum macht man sich in Jump'n'Run mit sowas kaputt? Ich verstehe es nicht. Warte, ich hatte mal einen Tipp, dass ich einfach mal das Texture-Pack ändern soll. Dass das darin vielleicht anders angezeigt wird oder nicht. Es ist mir, bis dahin ist es ja nicht schwer. Aber ich möchte halt jetzt nicht das komplette Jump'n'Run neu starten eigentlich. Wenn ich jetzt hier hinspringe, bugge ich immer noch. Ich probiere es einmal komplett ohne Texture Pack. Also Leute, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Komm. Wir kriegen das schon hin. Auch wenn es jetzt echt komisch aussieht hier, muss ich sagen. Oh Mann, ich weiß, warum ich Texture Packs mag. Also mein Bruder zum Beispiel spielt komplett ohne Texture Packs. Ja, ich bugge immer noch. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach an dieser Stelle gleich wieder. Also Leute, ich finde das gerade ganz faszinierend. Man sagt ja immer, wenn man nur spielt, ohne zu reden, dann würde man sich ja mehr konzentrieren und besser spielen. Oder ich habe gerade den ganzen Weg in der Hälfte der Zeit geschafft. So, und jetzt gucken wir mal, ob das jetzt mit den Neustarten, ob sich das jetzt dadurch halt wieder gelegt hat. Nein, hat sich natürlich nicht. Okay, Leute, das heißt, jetzt in diesem Fall muss ich dann leider Spectator-Modus anschmeißen. Damit können wir jetzt nicht mehr das Jump'n'Run beenden. Aber ich setze mich hier einfach rauf und dann spielen wir jetzt ja als Spectator praktisch das Ganze hier mal zu Ende. Ach, okay, jetzt soll man dahin fliegen, ja. Wie gesagt, ich muss mich jetzt leider immer wieder hier raufsetzen. So, okay. Moment. Ich möchte ja auch nicht groß schummeln. Nur diesen Stück muss ich jetzt leider überspringen, dadurch, dass ich mich da nicht hinsetzen kann, weil es buggt. Ganz toll. Dabei hätte ich das Jump'n'Run so gerne geschafft. Als geschafft sozusagen angezeigt bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Also, das kann ich jetzt aber bei denen hier tatsächlich vergessen. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Hier ist aber sonst nichts Besonderes. Und dann gehen wir mal in das Portal. Okay, jetzt sind wir wieder wo ganz anders. Okay. Also ich springe jetzt, wie gesagt, weiter das Jump'n'Run zu Ende. Weil wir alle wissen, ich bin im Spectator-Modus. Ich kann theoretisch hier rumfliegen, tue ich aber nicht. Ich musste nur leider diesen einen Sprung überspringen, weil ich da rumbugge. Ach, ich hasse sowas, Leute. Ich hasse sowas. Vor allem habe ich jetzt ganz umsonst das Jump'n'Run nochmal neu gestartet. Von wegen, danach wird's besser. Den Tipp habe ich nämlich mal von einem von euch im Stream bekommen. Ah, mein Gott, man kann mich auch anlügen, ne? Aber Leute, sag mal, woran kann das denn liegen, dass bei mir diese Zäune so rumwagen? Und habt ihr das auch? Oder nicht? Ich, wie gesagt, ich habe jetzt das mit einem anderen Texture-Pack ausprobiert. Oder halt mit gar keinem Texture-Pack, aber es führt ja alles nichts. Und es hat ja nicht jeder. Manche Leute können das
Ernsthaft? Das Ziel? Ich bin so kurz vorm Ziel gewesen. Ja, aber wo sind dann die anderen... Wo sind die anderen Kristalle gewesen, Leute? Hä? Moment. Also hier war keiner mehr. Das heißt, wir haben den dritten Kristall eingesammelt. Ja, und die anderen? Vor allem keine Schilder am Ende, kein gar nichts. Und das wurde dann Map des Tages? Obwohl hier nichts erklärt wird? Es wird sich nicht gedankt oder sonstigen Kack? Ernsthaft? Also hier oben könnte ich mir noch ein Versteck vorstellen. So am Ende dieser... Ah, okay. Hier war noch einer. Oh, ich kann die sogar einsammeln. Okay, das ergibt Sinn. Da habe ich nämlich nicht komplett geguckt. Wenn man sich hier reinfällen lässt, theoretisch. Nein. Das möchte ich jetzt noch wissen. Wo war hier noch einer versteckt? Also die werden die ja nicht super mega versteckt haben, oder? Hier kann ich mir noch einen vorstellen. Weil hier fehlte mir einfach einer eigentlich. Hier, finde ich, fehlte mir ein Kristall. Aber wo kann der gewesen sein? Einfach in der Umgebung? Fehlt einfach hier drinne? Ja, wie geil! Okay, aber damit haben wir alle Kristalle gefunden. Es tut mir jetzt leid, dass ich ein bisschen rumschieten musste wegen diesem einen Sprung, aber wir haben das Jump'n'Run ja theoretisch beendet. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, Leute. Bis dann! Ciao!